Wir sind nun in der Punktkinetik angelangt und sehen uns als erstes Beispiel etwas sehr Einfaches an. Ein Klotz mit einem Gewicht G ist 100 Newton, bewegt sich auf einer reibungslosen Ebene. Er besitzt eine Anfangsgeschwindigkeit V0 von 2 Meter pro Sekunde und für die Zeitspanne T ist 3 Sekunden wirkt diese Kraft F hier, welche 25 mal T Newton pro Sekunde beträgt. Wie groß ist die Endgeschwindigkeit des Klotzes, ist die erste Frage, und welche Strecke legt er zurück? Wir machen uns sozusagen das erste Mal bewusst, dass in der Kinetik um Kraftwirkung geht, dass die Kraft zu einer Beschleunigung führt, dann und natürlich in weiterer Folge eine Geschwindigkeit zu einer bestimmten Zeit und dann eine zurückgelegte Strecke daraus resultiert, so wie wir sie erst der Kinematik schon kennengelernt haben. Also wenden wir den Zusammenhang von Newton an. Ich schreibe ihn nochmal her. Summe über alle Kräfte I ist M mal A, wobei ohne Vektor, also nur Skalar. Wir haben ja nur die Horizontalrichtung in dem Fall. Also reicht es uns aus, wenn wir Skalare hinschreiben. Und das gilt, wie gesagt, für den Schwerpunkt bzw. eine Punktmasse. Das heißt, wir setzen für die Kraft einmal ein. Was kann man für die Kraft einsetzen? Naja, den Zusammenhang, der da oben steht. Also die linke Seite, F, schreiben wir nochmal her. Es gibt ja nur dieses eine F, also das I ist 1 und F1 ist F. Und der Zusammenhang ist 25 mal verstrichene Zeit T ist gleich M mal A. Und M ist das Gewicht durch die Erdbeschleunigung. Und dann kriegt man da natürlich eine Beschleunigung als Funktion der Zeit. Durch Umformen ganz einfach den Zusammenhang für die Beschleunigung, nämlich 25 klein g durch groß g Gewicht mal Zeit. Das ist unser allgemeiner Zusammenhang laut Newtonschem Axiom und Kraft, die da wirkt für die Beschleunigung. Sinnvollerweise, nachdem die Kraft und die Beschleunigung proportional zueinander sind, wenn die Kraft zeitabhängig ist, muss auch die Beschleunigung zeitabhängig sein. Anders geht es nicht. Schauen wir uns einfach an. Naja, dann ist noch gefragt die Endgeschwindigkeit und die Strecke. Das ist eigentlich gefragt. Dann nehmen wir einfach unseren kinematischen Zusammenhang. Ab hier ist es wieder nur Kinematik. Zeitableitung steht eh jetzt da drüben. Der Geschwindigkeit nach der Zeit ist die Beschleunigung. Also können wir wieder umformen und integrieren. Einmal die Geschwindigkeit von einer Startgeschwindigkeit zur Geschwindigkeit V zum Zeitpunkt groß T, 3 Sekunden. Und die Beschleunigung über die Zeit integriert von 0 bis zum Zeitpunkt groß T. Und wenn Sie jetzt links und rechts wieder integrieren, links lasse ich es einmal so stehen. Das kann man dann eh relativ leicht hinschreiben, einfach V0 minus, also V von T minus V0. Machen wir mal die rechte Seite. 25G durch G mal T dt ist also 25G durch G T Quadrat halbe zwischen 0 und groß T. Und dann, wenn man es auflöst und links auch integriert, hat man V von T minus V0. Startgeschwindigkeit ist ja gegeben mit 2 Meter pro Sekunde. Entspricht dann 25 mal Erdbeschleunigung durch Gewicht. Und nehmen wir da gleich den Zweier auch vor. Groß T Quadrat bzw. V zum Zeitpunkt groß T muss man dann halt das V0 noch dazu nehmen, dann tun wir es da vorne her, dass es wieder so ist, wie es aus der Kinematik bekannt ist. Und den Faktor mit T Quadrat. Und wenn man da alles einsetzt, was gegeben ist, zahlenwertmäßig, kommt man auf 13 Meter pro Sekunde. Nach 3 Sekunden.
Und das Gleiche machen wir wieder für die Strecke. Auch wieder als Erinnerung, die Zeitableitung der Strecke ist ja die Geschwindigkeit. Dann fahren wir da wieder um und integrieren links und rechts einmal links die Strecke. Die Strecke startet bei 0 als Referenz. Und die Geschwindigkeit integrieren wir über die Zeit von 0 bis t. Das heißt, wir haben da ein Integral, natürlich inklusive jetzt V0 als Startwert, 25g durch 2g klein t Quadrat natürlich. Sonst vergessen wir ja aufs Integrieren über t. Schreib es vielleicht da herunten gleich her, wenn man es einsetzt, groß t dann hier, wenn man bereits die Grenze einsetzt. V0 mal groß t ist der erste Term und 25g durch t der dritten Drittel führt mit dem halb zu einem 6g c der dritten und das sind dann 17 Meter, wenn Sie es einsetzen.